Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach der kleinen Pause. Ich war im Krankenhaus, tut mir leid. Und jetzt geht's aber wieder weiter. Und ich habe extrem Bock auf Recon. Weiß also auch nicht wieso. Weil ich eher langweilige Handyspiele gespielt habe auf dem Handy im Krankenhaus. Und ja, deshalb auch jetzt weniger verwöhnt bin sozusagen. Gut, ich habe ein paar getroffen, zum Beispiel der Ziggy Jackson, ein Fan von mir, scheinbar. Da können wir nochmal so nach oben scrollen. Dann seht ihr da so ein bisschen, ja, es ist noch viel geschrieben worden. Jetzt kommt es dann gleich. Ja, falls was ist, dich unterstütze ich bei sehr süß. Dankeschön für die Loyalität. Drago Basel, absolute YouTube-Legende. Das, ja, freut mich sehr. Ja, heute machen wir sie, ja, hoffentlich ein paar Level hoch. Ich weiß jetzt nicht, was... Ja. Was jetzt genau, wie schnell es jetzt momentan genau geht. Ein Level habe ich noch geschafft. Ja, was müssen wir hier machen? Einen Lysianer töten. Was sind Lysianer? Nur Junge. Nur Junge hier. Aha. Okay. Einen haben wir. Ja. Einen haben wir. So. Außerdem unterstützt mich Sun Angels. Das ist meine Freundin sozusagen. Also nicht Liebesfreundin, sondern eher beste Kollegin. Und der Black Scorpion und der Sweet Annex vielleicht. Ja. Und natürlich eben der Ziggy Jackson. Wann wir zusammen spielen, ist halt ein bisschen schwer, weil alle in einem anderen Level momentan sind. Die Sun Angels wird wahrscheinlich einfach hinterher hinken, weil sie jetzt nicht so viel Lust hat zu spielen. Ich werde mal schauen, dass ich morgen einfach mal bei ihr ein bisschen aushelfen kann. Also, dass ich das Account spiele und sie dann sozusagen levele. Und, ja, sie ist dann zum Beispiel die Beschwörerin. Eventuell auch Jägerin, je nachdem. Ich habe ihr gesagt, sie darf mehrere Charakter natürlich machen, wenn sie Zeit hat. Hat aber halt nicht so viel Zeit. Sie hat, ist halt berufstätig. Und deshalb geht es nicht so schnell bei ihr. Aber ich denke, sie wird immer wieder in den Videos dabei sein. Nur heute geht es ihr gerade ein bisschen schlecht, sie ist ein bisschen unkonzentriert und möchte deshalb nicht spielen. So. Jo, und ich mache jetzt eigentlich ziemlich oft Minecraft-Videos auch, aber ich meine Regnum-Videos, Champion of Regnums-Videos und ja, es macht einfach mega Spaß und deshalb möchte ich natürlich auch mehr aufnehmen. Wann ich Livestream mache, weiß ich noch nicht. Zum Sonntagabend oder so. Ja, Sonntag ist bei mir meistens nicht so ein Tag, der Zuschauer bringt. Also ich weiß es nicht. Ja, ich werde es dennoch machen, auch wenn ich natürlich null Zuschauer habe oder so. Bei Livestreams, da müsst ihr halt eben Fans sein, um jetzt wirklich auch Motivation zu haben. Denke ich mal. Wer natürlich gerne zuschaut, der darf gerne zuschauen. Aber es ist halt nicht so viel los im Chat und so. Naja, ist halt YouTube und YouTube ist meistens ein bisschen still. Twitch ist da schon ein bisschen mehr, sind die Leute einfach chilliger am Chatten. Hat eher weniger chilliger. Und ja, bei Regnum ist es eigentlich so, dass... Also bei YouTube ist es eigentlich so, dass Regnum halt... echt nicht viele Zuschauer ansieht. Naja, okay. Ist momentan das meistgesehene Spiel, das ich momentan livestreame und Videos darüber mache. Und das freut mich. So, und was ich eigentlich auch mehr machen möchte, ist ein bisschen Tutorials geben für andere Leute. Also ich bin jetzt eigentlich fest am Craften, aber immer nur nebenbei, wenn ich gerade in der Stadt bin. Also ich warte immer dann, bis ich wieder in einer Stadt bin und mache dann immer wieder weiter. Geht relativ gut, weil jetzt gibt es einen Stab mit Level 17 oder 16, der 8 Erfahrungspunkte gibt. Also
die droppen nicht so viel gut. Es ist immer, ob ein Gegner recht gut droppt. Wenn er macht, das macht, dann level ich jetzt so wie hier. Aber eigentlich musste ich ja nur vier. Ah nein, ich muss Lysianer Silberring. Okay, ich muss noch hier bleiben. Ja, die Quests sind momentan noch ein bisschen langweilig. Es gibt aber einen größeren Patch, der die War Zones in diesen Zeppelinen hier besser anpassbar machen, also dass man jetzt mit Level 60 dann plötzlich wieder ein Level 1er ist, weil es Neulinge in der Nähe gibt. Musst du jetzt gerade hier auch leveln? Vorher hat ein Hexer, oder ja, ich glaube, es war ein Hexer. Er hat einfach alle Gegner ein bisschen weggeschnappt, weil ich nicht so, weil ich am Handy war und deshalb nicht so schnell agieren konnte. Naja, also was sie tun müssen, ist, sind die Gegner mehr machen. Mann, ich bekomme einfach diesen blöden Ring nicht. Und hat einfach auch die Crafting-Materialien, hier wie die Knochen, häufiger. Mal ein Lager für den Clan machen. Das ist halt, ja, voll, ja, wenig, oder? Kann nicht so viel machen hier. Damit Leute, die noch nicht viele Items haben, unterstützt werden, oder? Weil bei Path of Exile ist das ja ein guter Punkt, dass das Spiel hat und ist ja nicht Champions of Regnum auch. Wird wahrscheinlich den Handel auch wieder noch ein bisschen unterstützen. Da werden eigentlich immer so komische Drachenwaffen und so ausgestellt und mehr nicht. Oder Magnetwaffen wie hier. Ja, Warmaster-Sachen. Das sind halt alles Sachen, die man eigentlich nicht braucht, einfach gerne hätte, aber nicht so braucht, weil sie halt einfach nur das Beste ist meistens, oder ja, nicht mal das Beste. So Mittelmaß, so Endmittelmaß. Ja, gut. Aber eben Regnum macht Probleme mit Home-Broadcaster-Software. Eventuell, ja, werde ich halt einfach Livestreams auf Twitch machen und dann hier hochladen auf dem Kanal. Aber das ist ja dann auch wieder das Problem. Minibar. Okay. Hui. Ein Papa. Ja. Also das Problem ist einfach, ich muss auf dem Desktop sein und den Knopf dort drücken. Ich kann nicht den Startknopf, also den Insert-Knopf drücken und dann geht das Video an. Ich weiß nicht, ob ein anderer Knopf gehen würde, aber ich habe es gerne auf dem Insert, da brauche ich eigentlich kaum. Und ja. Also eben den Ring holen wir nachher. Wenn der halt nicht droppt, dann droppt er nicht. Aber ich möchte jetzt den Stab herstellen, wenn es geht. Ich glaube, ich brauche nochmal ein wenig Holz. Ne, ich habe sogar eins mehr. Okay. Gut. Ja, geht einige Zeit. Ich habe jetzt gerade nicht geschaut. 3 Minuten 40 Sekunden. Okay. Ja, die Gegner sind halt einfach immer wieder weg. Muss man immer ständig warnen. Der Santa Claus. Oder der andere, der Grinch. Okay, hier sind wir. Ja, also, ja. Regnum ist halt einfach ein Spiel für Genießer und ich bin eigentlich ein Genießer. Ich spiele meine Spiele nicht schnell oder ja, mache eher Low Runs als Speedruns. Und tut dafür mehr Rollenspiel und so machen, zeigen und eben Tipps und Tricks. Ja, vielleicht müsste ich mal Speedruns machen, damit ich ein bisschen ankomme auf YouTube oder auf Twitch, aber ich glaube eher nicht. Es ist halt einfach, ja, wahrscheinlich einfach so ein bisschen Schuld meiner Games, dass ich immer so alte Games Let's Play und Livestream. Das ist völlig okay. Ich habe ja die Unterstützung in Rechnung, deshalb denke ich, ja, wird es dann auch wieder besser laufen. Wieso macht der Anführer? Er hat so starke Waffen. Waffen. Also, zwei Waffen. Ach komm.
Gibt's die denn noch? Die Lysianer, die gibt's sicher noch in einem anderen Gebiet. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube die Lysianer extra nicht und die sind so wenige. Okay, wir müssen uns heilen. Ja, doch. Hä, hat geklappt, aber hat nichts angezeigt. Gibt's nicht noch ein. Es gibt doch irgendwo so einen Balken. Irgendwo gibt es doch einen Balken. Ober dem Charakter. Kann ich auch öfters auf das Leben achten. Ich muss halt wieder reinkommen. Ist klar, nach einem Jahr hat man dann natürlich schon wieder ein bisschen etwas vergessen. Oder möchte es nicht so wissen oder so. Hat es einfach im Hinterkopf und achtet nicht drauf. Naja. Also was ich jetzt eigentlich werde, ist schnell leveln. Also nicht alles zeigen, alle Levels, ist ja sowieso ein bisschen langweilig. Jetzt die ganze Zeit immer Levels zu zeigen. Aber ich werde dann sicher mit mehr Zuschauern natürlich einen kompletten Charakter zeigen und immer den Charakter verwenden, wenn ich dann Livestream oder Let's Playe. Genau. Ja, der Erzählfluss, also ich habe jetzt nicht immer etwas zu erzählen. Ich bin ja jetzt auch erst aus dem Krankenhaus rausgekommen. War einfach ein Problem mit meinen Bausteinen sozusagen. Es war ein Cortison aus der Nebenniere, wo ich einfach schlecht eingestellt war. Und ich hatte dann einfach Probleme mit dem Zucker, weil ich ja Diabetiker bin. Naja, mal auf 28,8. Das ist ja ein Viertel Zucker. Und ja, ich weiß nicht, wie man das misst. Es ist halt nur ein Milligramm oder so. Blutdichte, der Zucker im Blut. Und ja. Also so Sachen könnten halt, ja, ich denke, so einmal pro Jahr passiert es meistens mal passieren. Dann bin ich halt für ein paar Tage weg. Außerdem habe ich ja ein bisschen Mühe, jetzt noch ein paar Videos zu machen, ein paar mehr Videos. Also ja, jetzt kommt nämlich Transportfieber raus, oder ist schon rausgekommen, irgendwie gestern oder vorgestern. Irgendwie früher, als ich gedacht habe, und das möchte ich natürlich auch noch Let's Playen. Im Endlos-Modus. Jetzt habe ich einen besseren Stab, oder? Ein Vergleich, genau, einen Vergleich können Sie doch einbauen. Einen Wurfspeer. Das war schon ziemlich gut, aber ich denke, ich werde ihn nicht behalten. Vielleicht der Anschi geben oder so. Vielleicht kannst du hier so ein bisschen Lager füllen. Ist gleich, oder? Ist es der gleich? 17 bis 26 bis 34. Okay, aber er hat gleiche Werte, ein bisschen erhöht. Okay, sehr gut. Das Magestäbe gebe ich auch, der Enchi. Der Sun Angel, wie heißt sie schon wieder? Ja, Sun Angels. Die Angela Merkel. Nein, nicht Merkel. Ja. Gut. Ist auch noch geschrieben. Bei Crafting habe ich nichts. Magnet habe ich 7 wieder. Ich habe die anderen ins Lager getan. So, jetzt hoffen wir doch langsam bitte auf den Ring. Ich wollte eigentlich mehrere Quests zeigen, aber wenn das Spiel denkt so, nö, ich gehe aber länger oder so, dann ist natürlich klar, dass ich da nicht so viel zeigen kann. Bis Level 30, 35, dann machen wir Warzone. Geht sowieso viel schnell. Ich habe leider keine Buffs für ihn. Ich müsste mal Buffs gehen. Ich habe sowieso die nach unten geskillt, also mehr Level jetzt nicht. Weiter geskillt. Ja. Ja, wenn wir den Ring haben, mache ich dann mal
Pause bis zum nächsten Part. Ich bin extrem müde. Es ist halt einfach anstrengend, auch die Heimfahrt und so, ja, mit dem Tram oder der Straßenbahn. Und deshalb, ja, ich merke, ich bin ein bisschen gelangweilt. Ich habe jetzt schon ein bisschen gesucht, natürlich. Aber es geht halt nicht so schnell. Oder man kann manchmal einfach nicht weiter. Da muss man sehr viel Gegner besiegen. Und das ist halt nicht so mein Ding. Ich bin nicht so der Grinder. Naja, schon. Also Durchhaltevermögen habe ich schon. Aber mir ist dann natürlich schon ein bisschen langweilig und weiß nicht, was reden. Und da ab der Warzone machen wir dann auch Livestreams und dann kann ich stundenlange reden. Auch über das genau, was wir spielen, also was wir jetzt gerade ein Problem haben oder was für Glück wir haben oder sonst irgendwas. Aber hier im Grinden kann man halt einfach nicht sagen. Man kann nicht sagen, oh, ich mache so viel Schaden oder so. Das ist ja auch ein bisschen kompliziert. Das ist ein netter Barbar, der kommt eigentlich immer wieder zu mir. Also ja, ist einfach hier auch am Warten scheinbar. Ich weiß nicht. Danke. Das machen nicht viele Spieler. Aber ich weiß nicht, auf was die warten, auf Gruppe. Oder sind immer ständig am Warten. Also sind wir eigentlich immer eine hier. Auf dem Server. Auf Valhalla sind meistens nicht Leute hier gewesen. Oder eigentlich schon. Ja. Ist halt einfach so der Treffpunkt. So. Eben noch nicht. Irgendwie ist das verbuggt. Was machen wir jetzt? Eine andere Quest. Komm, wir machen noch eine andere Quest. Aber den muss ich zuerst mal holen. Dann. Wenn ich auch Zeit habe. Also auch genug wach bin. Tempesta! Ein Auto aus GTA Online. Da ist noch einer. Ja, sie sind einfach zu wenig. Irgendwie sind sie verbuggt und hängen irgendwo in den Felsen drin. Müssen. Junge Leibeigene muss ich töten. Ja. Aber auch ein Schal. Also, diese Items sind einfach sehr selten eingestellt. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Aber ich glaube, der Ring, das ist eine Quest, wo der Ring eigentlich immer sehr selten ist. Also, da habe ich meist. Ja, gut. Den Schal haben wir schon. Danke, dass du trotzdem zauberst, den Stab angreifst. Der Feuerball hat recht viel AOE, mit dem greife ich eigentlich nur an, wenn ich alleine, also wenn ich vom Gegner umzingelt bin. Sonst habe ich dann alle Gegner natürlich auf dem Kasten. Ja. Gut, also. Ja, also ich denke, man ist nach einem Krankenhaus eigentlich relativ gelangweilt. Ich möchte natürlich schon spannendere Spiele spielen, aber mein Lieblingsspiel ist immer noch Champions of Regnum. Ich will weiterkommen, ich will Warzone-Kämpfe machen. Es gibt ja kaum Spiele, die richtiges Warzone haben, also richtiges offenes. Meistens in anderen Maps oder so, da habe ich nicht so gern. Aber es gibt ja eben bald diese Arena, dieser Schauplatz, eine Insel. Ich weiß nicht, ob es die Insel ist, aber die Insel, ja, es ist die Insel, ja. Wo man in einer der ersten Quests hin muss, dass man dort auch ja, Level 60 sein kann oder was, weiß auch nicht, was so das Level ist. Oder je nach Gebiet, also je weiter man in die Insel reingeht, desto höherleveliger ist man automatisch. Ja, und da muss man natürlich auch geskillt sein. Dass man eine Chance hat wahrscheinlich. Oder sind die Skills dann auch bei 1, wenn man auf Level 10 runtergestuft wird oder so.
Bin mal gespannt. Was kommt, was auch noch kommt, ist. Jetzt muss ich gerade ein bisschen überlegen. Ich habe doch erst gerade die Patch Notes gelesen. Nichts mehr. Vorrätig. Diese Seite. Oh. Ich werde im nächsten Part eigentlich das nochmal genauer erzählen. Bisschen mehr merken. Ja, es ist nur ganz ein kleiner Satz, ja, so zwei, drei Sätze, wo geschrieben wurde, ganz unten in Form. Könnt ihr selber nachschauen, wenn ihr Lust habt oder Interesse habt. Und jo, der wird jetzt am Nun zum Test kommen. Ich werde sicher auch, wenn ich mehr Zeit habe oder Lust habe, am Nun testen. Aber ich weiß nicht, ob ich darf. Also das sind halt einfach Pre-Release-Sachen, Beta-Sachen. Und die darf man eigentlich meistens von den Entwicklern nicht zeigen. Also wenn ein neues Spiel rauskommt oder so. Und deshalb, ja, weiß ich nicht. Also ich werde es einfach mal machen. Steht nämlich nirgends, dass man keine Videos machen darf. Außer auf Spanisch. Eventuell. Und dann machen wir dort manchmal. Dann habt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen Interesse zuzuschauen, wenn ihr sehen wollt, was ich so teste. Ich zeige es natürlich dann immer wieder, was denn neu ist in den neuesten Beta-Patches. Und ja, und freue mich dann, wenn es da auf den Server kommt. Okay. Also dann beende ich mal das Video. Dankeschön fürs Zusehen. Und eventuell morgen mit der Angie, wenn sie Hochdeutsch reden will. Natürlich nicht Schweizerdeutsch, das ist halt nicht so ja, international. Und gut. Oder mit einem anderen jemand, wenn jemand Lust hat. Einfach mal bei Discord melden oder so im Netzwerk. Der Link unten ist wieder aktuell und der ist permanent jetzt, der Discord-Einladelink. Gut, also Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.